Hallo zusammen und willkommen bei Usetility. Heute werden wir sehen, wie man Solitaire Grand Harvest auf dem PC mit dem brandneuen BlueStacks 5 spielen kann, das für blitzschnelle Geschwindigkeit und hochoktanige Action konzipiert ist. Es ist ein Punch mit Mega-Performance-Upgrades und es hat eine schnellere Leistung als jedes andere High-End-Android-Gerät oder Android-Plattform. Dank BlueStacks 5, dem Android-Emulator, den wir zum Spielen von Solitaire Grand Harvest empfehlen, können wir Solitaire Grand Harvest einfach herunterladen und installieren und das Spiel auf unserem Windows-PC mit Tastatur, Maus und großem Bildschirm genießen. Also, ohne weitere Umschweife, lasst uns loslegen. Zuallererst müssen wir unseren Lieblingswebbrowser öffnen. Wir haben hier den, den wir bevorzugen. Gehen wir zur nächsten URL, die ich grün markiere. Dort sehen Sie sie auf dem Bildschirm. Sie brauchen nichts einzugeben, denn in der Videobeschreibung und dem ersten angehefteten Kommentar ist ein Link enthalten. Wir sind hier auf unserer Website von Usetility gelandet, wo wir eine detaillierte Beschreibung haben, wie man Solitaire Grand Harvest auf PC herunterladen kann. Wir scrollen ein Stück nach unten und klicken auf die Schaltfläche Spiel auf PC herunterladen. Sobald wir auf den Link klicken, landen wir hier auf der Website von BlueStacks, dem Android-Emulator, den wir zum Spielen von Solitaire Grand Harvest auf dem PC verwenden werden. Wie Sie hier sehen können, haben wir eine Reihe von Vorteilen bei der Verwendung des Emulators. Benutzerdefinierte Steuerelemente, mehrere Instanzen, Instanzsynchronisation, Makros, Skripte, hohe FPS und so weiter. Jetzt laden wir Solitaire Grand Harvest herunter, indem wir auf die Schaltfläche Play on BlueStacks klicken, die ich grün markiert habe. Dann klicken wir darauf. Und der Download beginnt und endet sofort. Hier ist er, der Download. Es ist eine ausführbare Datei. Wir werden das Installationsprogramm starten, also klicken wir auf die Datei. Wenn wir Windows 10 verwenden, wurden wir um Erlaubnis gebeten, Änderungen am Gerät vorzunehmen. Wir haben ja gesagt. Ich minimiere den Browser, um das Installationsprogramm besser sehen zu können. Das Installationsprogramm ist sehr einfach. Er besteht aus zwei Optionen, Installieren und Installationspfad. Ich werde erklären, was der Installationspfad bewirkt. Wir klicken einfach darauf. Wir sehen, dass hier der Pfad angegeben ist, in dem der Emulator installiert wird. Wenn wir dieses Verzeichnis ändern wollen, müssen wir auf die Schaltfläche durchsuchen, klicken, ein anderes Verzeichnis wählen und den Emulator dort installieren, wo wir wollen. Ich werde es bei der Standardeinstellung belassen. Ich klicke auf Zurück. Und ich klicke auf Installieren. So, das war's. Die Installation beginnt und fährt mit dem Herunterladen der Megabytes fort, die auf dem Bildschirm angezeigt werden. Beim Herunterladen können es mehr oder weniger Megabytes sein. Die Downloadgeschwindigkeit kann schneller oder langsamer sein, je nach Ihrer Internetverbindung und je nach der Geschwindigkeit der Emulator-Server. Heute sind Sie superschnell. Der Download ist abgeschlossen, und nun geht es mit der Installations-Phase weiter. Sie können sogar die RAM-Nutzung mit einem einzigen Klick reduzieren. Das ist besonders nützlich, wenn Sie jemals Probleme mit der Leistung haben. Darüber hinaus können Sie den Eco-Modus aktivieren, um 87% weniger CPU-Nutzung, 97% weniger GPU-Nutzung und einfacheres Multitasking zu genießen. Wie Sie sehen können, ist BlueStacks 5 darauf ausgelegt, Stabilität und Leistung bei langen Spielesessions zu bieten. Die Installation ist bei mir bereits abgeschlossen. Jetzt wurde der Emulator automatisch gestartet. Wie Sie sehen können, gibt es hier unten einen Fortschrittsbalken, der sich füllt, und wenn er das Ende erreicht, wird der Emulator zum ersten Mal gestartet. Tatsächlich wurde der Emulator bereits gestartet, hier ist er zum ersten Mal zu sehen. Bevor wir fortfahren, können Sie sehen, dass hier auf dem PC-Desktop zwei Icons erstellt wurden. Das BlueStacks und BlueStacks Multi-Instance. Beachten Sie, dass das Symbol BlueStacks dasjenige ist, das uns interessiert. Wann immer wir Solitaire Grand Harvest auf unserem PC ausführen wollen, doppelklicken wir auf dieses Symbol und starten den Emulator. Mit dem Symbol BlueStacks Multi-Instance können Sie mehrere Instanzen starten. Und mit dem neuen verbesserten Multi-Instance-Manager von BlueStacks 5 im Eco-Modus können Spieler mehr Spielinstanzen schneller und mit weniger Verzögerung ausführen. Machen wir den nächsten Schritt, der ein Muss ist, nämlich den Zugriff auf den Google Play Store. Und wir klicken auf Play Store. Wie Sie sehen können, wird Google Play gestartet. Hier müssen wir uns anmelden. Wenn wir nun hier sind, müssen wir den nächsten Schritt tun, der obligatorisch ist. Also klicken wir auf Anmelden.
Jetzt steht dort Info prüfen. Manchmal bleibt es bei Informationen prüfen hängen und es geht nicht weiter. Wenn dies der Fall ist, können Sie versuchen, sich nach ein paar Stunden einzuloggen und das Problem wird wahrscheinlich behoben sein. Jetzt geben wir unsere E-Mail und unser Passwort ein. Die E-Mail muss eine Gmail-E-Mail und das dazugehörige Passwort sein. Sie können zum Beispiel die gleiche E-Mail verwenden, die Sie gerade in Ihrem YouTube-Konto verwenden. Ich gebe jetzt meine Daten ein und komme zurück, sobald ich sie eingegeben habe. Das war's, Daten eingegeben. Hier heißt uns Google willkommen und bietet uns die Nutzungsbedingungen an. Wir akzeptieren sie, indem wir auf Ich stimme zu klicken. Als nächstes wird die Sicherung in der Google Cloud angeboten. Sie können das Häkchen lassen und es wird eine Sicherung der Daten auf diesem Gerät in Google Drive erstellt. Ich werde es nicht überprüfen, machen Sie, was Sie wollen. Wir klicken auf Akzeptieren. Google Play wird standardmäßig und automatisch gestartet. Um das Spiel zu installieren, müssen Sie zunächst auf den Desktop des Emulators gehen, indem Sie auf dieses grün markierte Symbol klicken. Jetzt, wo wir uns auf dem Desktop des Emulators befinden, sehen wir, dass wir hier die Schaltfläche Spiel installieren haben. Wir klicken auf die Schaltfläche. Hier haben wir das Spiel. Klicken wir also hier auf die Schaltfläche Installieren, die ich jetzt grün markiere. Daraufhin wird die Installation gestartet. Jetzt wird das Spiel heruntergeladen und installiert. Das kann eine Weile dauern oder sehr schnell gehen. Das hängt alles von unserer Internetverbindung ab. Die Installation ist bereits abgeschlossen. Wechseln wir nun auf den Desktop des Emulators, indem wir auf diese grün markierte Schaltfläche klicken, um Solitaire Grand Harvest zum ersten Mal zu starten. Wir befinden uns bereits auf dem Desktop des Emulators und klicken auf das neu erstellte Symbol Solitaire Grand Harvest. Das Spiel wird zum ersten Mal gestartet. Da haben wir es, ich kann überall auf dem Bildschirm klicken und auch die Tastatur benutzen. Ich werde auf das Volumen des Emulators zu kommentieren. Es ist hier. Wir haben das Symbol der höheren Lautstärke und das Symbol der niedrigeren Lautstärke, auf diese Weise werden wir nicht auf die Windows-Lautstärke abhängen, um den Ton des Emulators zu erhöhen oder zu verringern. Und um das Erlebnis in vollen Zügen zu genießen, können wir die große Leinwand einschalten, für die wir zwei Möglichkeiten haben. Dies ist die erste, wir klicken auf dieses Symbol, das ich in grün zeige. Und maximieren Sie den Bildschirm, indem Sie einen Rahmen oben, einen rechts und einen unten anbringen. Wenn wir das Spiel im Vollbildmodus genießen wollen, klicken wir auf dieses Symbol. Und wir würden das Spiel bereits im Vollbildmodus genießen. Um den Vollbildmodus zu verlassen, drücken Sie die Taste F11. Und schon wären wir im normalen Bildschirmmodus. Jetzt werde ich Ihnen die Tastaturbelegung zeigen, die sehr interessant ist. Auf diese Weise werden wir in der Lage sein, das Spiel leichter zu benutzen. Als erstes müsst ihr auf dieses Tastatursymbol klicken. Dort können Sie die notwendigen Konfigurationen vornehmen. Ich werde die Standardkonfiguration beibehalten, aber wenn Sie sie ändern wollen, können Sie das problemlos tun. Wie Sie sehen können, ist der Emulator vollständig in unserer Sprache. Manchmal kommt es vor, dass der Emulator in der falschen Sprache gestartet wird, zum Beispiel auf Chinesisch. Und um es in die richtige Sprache zu bringen, gehen wir hier zum Zahnrad. Und hier, bei den anderen Einstellungen, klicken wir auf das Dropdown-Menü, Sprache. Wir können die gewünschte Sprache auswählen, Englisch, Chinesisch, und so weiter. Sobald die Sprache ausgewählt ist, speichern wir, der Emulator startet neu und das Spiel wird beim nächsten Start ebenfalls in der ausgewählten Sprache angezeigt. Nun gibt es noch ein weiteres Detail, das wir berücksichtigen müssen, nämlich dass wir eine E-Mail erhalten, die besagt, dass ein neues Gerät mit unserem Google-Konto verbunden wurde. Sie wird uns fragen, ob wir diejenigen sind, die das Gerät verbunden haben. Ja, wir sollten uns keine Sorgen machen, denn der Emulator emuliert ein Android-Gerät. Um zu sehen, welches Gerät emuliert wird, gehen wir hier zum Zahnrad und klicken darauf. Und wir gehen hier zur Option Modell. Und hier sehen wir, dass der Emulator ein Samsung-Handy emuliert. Wir werden also eine E-Mail erhalten, die besagt, dass ein neues Samsung-Gerät mit unserem Google-Konto verbunden wurde. Das ist alles, Leute, so viel zum Tutorial. Ich hoffe, es hat euch gefallen und vor allem, dass ihr es nützlich fandet. Wenn ja, geben Sie es eine gute Wie, abonnieren, und alle Kommentare, Fragen oder Anregungen, lassen Sie sie in das Kommentarfeld unten. Sie können auch Dinge auf meinem Twitch-Kanal kommentieren, ich mache Livestreams von Zeit zu Zeit, haben Sie es unten in der Videobeschreibung und in der ersten angehefteten Kommentar.
Klicken Sie auf eines dieser Videos, die auf dem Bildschirm angezeigt werden, und sehen Sie in den nächsten Videos. Auf Wiedersehen!